Schönen guten Abend, liebe Bücken und Freiwilligen, bzw. die Geschäftswelt. Ich befinde mich nun zurzeit im Hotel Delphin Diva und nachdem ich heute einige Hotelvorführungen bereits durch die anderen schicken Hotels ganz im Umkreis ca. 500 Meter bis 1 Kilometer Entfernung gemacht habe, möchte ich nun in das Amber Restaurant mein Abendzimmer genießen. Also geht nun meine Führung durch das Amber Restaurant. Es sind nun circa noch 30 Meter und ich stehe dann am Eingang des Amber Restaurants. Im Amber-Restaurant sollte man sich auch recht elegant kleiden und es ist erwünscht, dass die Herren, wenn möglich, auch lange Hosen tragen. Ja, dann würde ich sagen, geht meine Führung nun mal ins Restaurant. Werden so verschiedene Abende durchgeführt und meistens ist dieser Tisch sehr schön dekoriert, weihnachtlich. Und nun geht es weiter. Ja, die nette Dame steht dann immer am Restaurant-Eingang und weist die Leute so in ihre Plätze. Diverse Salate, so viel kann man wirklich nicht essen, das sind bestimmt 30 bis 40 Salate, wenn nicht sogar noch mehr, mit schönen Figuren, die ich mal präsentieren möchte. Dieser Herr bereitet abends manchmal die Melonen zu wahren Kunstwerken. Wir schauen ihm doch einfach mal zu. Hallo, guten Abend. Sie machen das doch immer fantastisch. So schick sieht das dann aus. Hallo. Auch ein sehr charmanter, netter junger Mann. Wunderbar. Super, sein Name ist? Taifun. Das sind die Wahr. First of all. Super Essen. Bye, bye. Das Diva Hotel hat fantastische Kronleuchter. Hallo. Hallo. Ich darf Ihnen jetzt präsentieren das Diätbuffet. Verschiedene Speisen. Hallo. Gekochte Brokkoli, hallo. Gekochtes Hähnchen, gekochter Truthahn. Gekochte Kartoffeln, gekochter Fisch.
und so weiter. Hier nun wieder die tollen Kronleuchter an der Decke und ebenfalls die Gemälde, da muss man ja auch darauf hinweisen, an den Wänden. Sehr schicke Figuren, dies ist ein toller Schwan. Und hier stehen sämtliche kalte Speisen und Salate. Wie zum Beispiel Joghurt mit Dill, Minze, Champignonsalat, Rosenkohl in Olivenöl. Wurstsalat, Reissalat. Bohnen in Olivenöl, Auberginensalat, ein Tiger über dem Buffet. Der sieht doch auch schick aus. Es geht weiter. Bei Marisalat. Schellfisch mit Kräuter, Fischsalat mit Gemüse, Karadis Hawaii, geräucherte Makrele, Sardelle mit Oliven. Als Soßen gibt es Safran, Cocktail, Tartarsoße. Für Freunde, die gern Käse mögen, verschiedene Sorten von Käse jeden Abend angerichtet. Mittags übrigens auch. Mexikanischem Pfeffer besonders lecker. Scharf gedünstetes Gemüse, jeden Tag. Kalbfleisch mit mexikanischer Soße. Mexikanischer Reis. Nun geht meine Führung weiter. Dies sind die speziellen Gewürze, die man zu den Speisen dann zu sich nehmen kann. Ich möchte mal vorlesen. Rotpaprika, Curry, scharfer Paprika, Weißpfeffer, Piment, Thymian, Ingwer, Minze, Salz, Kümmel, Sumak, Schwarzpfeffer, Zimt. Es geht nun in den ersten Speisesaal.
Hochzeitssaal ist etwas intim beleuchtet in roter Farbe und die Fenster jeweils in lila, grün und blau. Das muss auch noch erwähnt werden, vom Speisesaal, von den jeweiligen Speisesälen kann man immer Poolblick haben. Mit Blick auf Hotel Delphi Riva Hinteransicht. Sehr romantisch am Abend. Wer zu den Speisen noch Brot möchte, zusätzlich findet hier genug Auswahl am Brotbuffet. Es gibt am Abend immer zweierlei Suppen, zum Beispiel Maissuppe oder mexikanische Bohnensuppe. Verschiedene Gewürze. Schokolade tauchen möchte, hat hier nun die Möglichkeit. Die Maschine dafür ist vorhanden. Auch Weintrauben. Ich präsentiere diesmal. Nein. Lecker. Es geht weiter mit meiner Führung. Ebenfalls noch Salate. Kartoffelsalat, Reissalat. Zwiebeln in Olivenöl. Pilze in Olivenöl, Kohlsalat, rote Bohnen in Olive, Hühnchensalat, Fruchtsalat, Kürbis mit Joghurt, Auberginensalat, geröstete Paprika, Kidneybohnensalat, Rosenkohl in Öl, Fischsalat, Makaronisalat. Und hier nun noch mal kleine Häppchen. Noch einmal Frikadellen auf mexikanische Art.
Pferd. Es gibt hier jeden Abend türkische Spezialitäten. Diese schmeckt besonders gut mit dem Satz hier. Sind alles viel mit Nüssen gefüllt. Ebenfalls diese und diese. Und nun kleine Türkchen für die Gaumenfreunde, was das Herz begehrt. Schokoladencreme. Hier oben präsentiert Beispiele für Torten. Hier noch einmal Anregungen, wie eine tolle Torte aussehen kann. Natürlich vor einer angeschnittenen Torte Mexiko, von der ich nachher gleich mal probieren werde. Sieht ja auch fantastisch aus. Also, ich mache ein Präsentationsvideo. Okay, dann viel Spaß mit dem Fass. Sie sind bestimmt im Internet. So, es geht nun weiter in einen Speisesaal. Darf ich Ihnen noch einen Speisesaal präsentieren? Ebenfalls ziemlich groß gehalten und verschieden von den Farben her. Besonders schick sind auch diese Mosaikkacheln. Ebenfalls ein sehr charmanter Kellner, der Ali. Er hat uns immer bedient.
ganz nette Sitzgruppen, wo man sein Diener einnehmen kann. Hier sind sogar bequeme Kissen, wie man sieht. Meine Führung geht nun weiter. In einen weiteren Speisesaal, der auch sehr schick und romantisch eingerichtet ist. Meinem Lieblingstisch, denn hier habe ich jeden Abend diniert. Mit Blick zum Pool, Außenterrasse, Blick zum Pool. Hier stehe ich jetzt bereits wieder auf der Außenterrasse. Im Hintergrund habe ich wieder Hotel Diva von der Hinteransicht. Denn am Abend sieht Hotel Diva Delfin besonders romantisch aus. In verschiedenen Farben leuchten dann die Kuppeln. Und hier nochmal der Blick zum Pool, den man dann abends genießen kann, wenn man draußen auf der Terrasse sitzt. Ich gehe nun wieder rein und mein Weg führt mich dann zur Außenterrasse. Ganz verschiedene Sorten von Obst gibt es natürlich auch jeden Abend und jeden Mittag. Dies ist sautiertes Gemüse mit Hähnchen. Erbsen, Bohnen mit Kalbsfleisch. Hier nochmal verschiedene Salatzutaten. Verschiedene Sorten von Öl und Essig. Mexikanische Salate. Verschiedene Arten von Pizzastücken kann man auch erhalten. Befinde mich nun am Barbecue-Grill, den ich dann auch noch mal kurz einblenden möchte. Dies ist der Barbecue-Grill. Gibt es dann gegrilltes Hähnchen?
Gegrilltes Gemüse. Gegrilltes Lamm. Verschiedene Soßen. Ja, einen kurzen Rundblick. Als Beilage Kartoffelpüree. Und nun einen kurzen Rundblick. Ah, Chickenhähnchen. Als Beilage Karotten. Hühnchen mit mexikanischer Soße. Besonders lecker. Superb. Habe ich selbst gegessen. Pommes und Kartoffelkroketten. Und nun ein kurzer Blick noch zu einer weiteren Spezialität. Was ich Ihnen eben präsentiert habe, waren kleine Windbeutelchen mit den entsprechenden Gewürzen Zimt, Kokos. Dies ist eine Sorte von Zucker, Mandel, klein gehackte Mandeln, Nüsse, Schokosoße. Kumpir.